So, mein Name ist Bulli, aber das macht nichts, denn ich habe die falsche Mütze auf, sehe ich gerade. Ich hätte eigentlich die rote aufsetzen müssen, jetzt habe ich die schwarze auf. Nee. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Denn wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben letztens nochmal eine Wagner Pizza getestet von der Kategorie Big City Pizzen. Und wir hatten ja schon die Budapest, wir hatten die Sydney, wir hatten die Rom. Ihr habt gesagt, teste doch mal die Boston, die habe ich jetzt aber erst entdeckt gehabt. Und neben der Boston lag noch die Tokio. Wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Wagner Big City Tokio. Und das ist with Tuna und Red Onions, inspired by Tokio. Also mit Thunfisch und mit roten Zwiebeln. Der Karton sieht jetzt erstmal so aus. Original Wagner Big City. Und bin ich mal gespannt, dieser extra fluffige Crispy Boden, der halt 3 Stunden braucht, um warm zu werden und dann nur 3 Sekunden braucht, um wieder kalt zu werden, war beim letzten Mal trotzdem irgendwie besser als gedacht. Die Pizza insgesamt hat sehr gut geschmeckt, auch das Cremige. An den Spinat hat man sich gewöhnt, Pupsi hat es auch geschmeckt, Maria hat sogar mal ein Stück probiert. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn Pupsi nämlich Pizza isst oder irgendwo sich bestellt, nehmen die immer Thunfisch. Und das ist ja jetzt auch Thunfisch. Wie wird also Pupsi als Thunfisch-Expertin diese Tokio-Thunfisch-Pizza von Wagner bewerten? Wir nehmen die wieder hier raus. Wir sehen, dass da ganz viel Käse drauf ist. Und irgendwo da drin sind auch Zwiebeln und Thunfisch. Die hauen wir jetzt mal in den Ofen und melden uns gleich zurück, wenn die fertig ist. So, perfekt. Die Pizza ist fertig. Die Kinder sind heim. Solange wir die Kinder jetzt Hausaufgaben machen, ziehe ich mir schnell die Pizza rein. Obwohl, ich kann ja wieder Sandra ein Stück abgeben und Marie. Und mal testen, wie die schmeckt. Hab mir wieder Hot Jalapeno Sauce dazugeholt, falls das nichts ist. Das ist übrigens die Pizza. Die sieht sehr unspektakulär aus. Ist vielleicht am Rand jetzt ein bisschen dunkel geworden. Aber irgendwie ist sie schon wieder kalt. Das Phänomen ist wieder eingetreten, die Pizza ist schon wieder kalt. Sieht jetzt gar nicht so sehr nach Thunfisch aus, sieht halt irgendwie sehr rot aus, sieht ja aus wie eine Bolognese-Pizza. Trotzdem möchte ich den Karton reinhalten und die Pizza davor für das Thumbnail. Und jetzt probiere ich mal ein Stück so, nämlich das größte und heftigste und saftigste, genialste, beziehungsweise erst im Rand. Rand ist ja immer das Wichtigste. Frisch aus dem Ofen und direkt essfertig. Die speichert einfach keine Wärme. Das ist so unglaublich genial. Also Rand ist auf jeden Fall sehr knusprig und locker und leicht und flockig. Ist ja auch sehr hoch. Aber kann man gut essen, gerade wenn die warm ist noch. Ist das eigentlich super. Ich habe auch direkt so eine kleine Thunfischnote da. Das war bei der Boston anders. Die Boston hast du reingebissen und hast gar keinen Geschmack gehabt. Hier schmeckst du schon, dass da eine Thunfischpizza drumherum ist oder dranhängt, obwohl du nur in den Rand beißt, wo eigentlich kein Belag großartig ist. So, anderes Randstück auch angetestet und jetzt mal vorne direkt in den Belag, in den Käse, der da zerlaufen ist. Man sieht so Zwiebelstückchen drauf. Sieht alles sehr matschig aus, aber ich denke mal, das wird. Jetzt hat sich durch den Käse hier so ein bisschen Belag runtergezogen. Ihr seht schön die Tomatensoße unten drunter. Die Zwiebelstückchen sind spürbar. Der Thunfisch dringt durch die Pizza durch. Nicht zu stark, nicht zu fischig. Schön sanft. Es ist knusprig, es ist lecker, es ist würzig irgendwie. Also ich finde die toll. Wagner Big City Pizza war, glaube ich, bisher noch keine dabei, die mich komplett enttäuscht hat. Ist Qualität, kann man kaufen. Dann aber gleich das zweite Stück noch mit der Fuego Hot Jalapeno Sauce probieren. So, zweites Stück. Big City Tokio. Der Tokio Thunfisch. Klingt ja wie der Blueberry Bear von Holy. Machen direkt mal hier vorne jetzt ein bisschen Jalapeno Sauce drauf. So. Ja,
ergänzt sich gut dazu, wäre aber nicht nötig, gibt dem Ganzen trotzdem noch eine kleine würzige Zusatznote. Mir schmeckt es auch so, die ist auch nicht zu scharf, die kann man so gut verbrauchen. Würde ich auf jeden Fall wieder kaufen, würde ich auf jeden Fall nochmal essen. Egal ob die Pizza oder die Soße, finde ich beides gut. Habt ihr die auch schon mal probiert? Kennt ihr die Big City Varianten? Welches ist eure Lieblingsvariante? Welche Stadt? Budapest, Rom, Sydney, Tokio, Boston. Mir schmecken alle. Budapest immer noch in Ehren gehalten. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.